Verhältniszubehör war nicht immer ungetrübt. Was allein nur daran lag, dass man nicht kann, dass man nicht übt. Heute geh ich auf den Ämtern, weltmännisch ein und aus. Schließlich bin ich auf den Dienstwegen so gut wie zu Haus. Zum Tag an dem die Akten auf Verwertungsstelle nicht mehr einschreiben aufforderte, schicken sie uns sofort einen Abteilung eines Abfragformulars zur Bestätigung der Richtigkeit des Durchschriftexemplars, dessen Gültigkeit zwar mehr von der Bezugsbehörde stand, zum Mut der Vorlage beim zuständigen Abteilungsamt. Zu jenem Tag wusste ich nicht mal, dass es sowas gab. Doch wer gibt das schon gern von sich zu, so krank ich, was ich hab. Papieren und Dokumenten aus dem alten Schuhkarton, Röntgenbild, Freischwimmer, Zeugnis, Fackel, Schweiß und Wäschebon. Damit ging ich auf ein Amt, von all den Türen suchte ich mir, wie sympathisch der heraustrat ein und fragte, gibt's hier einen Antrag auf Erteilung eines Antragformulars zur Bestätigung der Nichtigkeit des Durchschriftexemplars, dessen Gültigkeit zwar mehr von der Bezugbehörde stand, zum Ruf der Vorlage beim zuständigen Erteilungsamt. Tja, sagte er am Schreibtisch, alles, was Sie wollen, nur. Ich bin Ihr Vertreter, gesagt, war weiter ist so cool. Allenfalls kann ich Ihnen, wenn Ihnen das was nützt, die Broschüre überlassen, wie man sich vor Karies schützt. Aber fragen Sie mal den Pförtner, man sagt, der kennt sich hier aus. Und das tat ich dann, ach bitte, wo bekommt man hier MV? Eine Antragsformulierung, die die Nichtigkeit erklärt, zur Vorlage der Gültigkeit, nee, halt, das war verkehrt, dessen Gültigkeitsbehörde im Erteilungszustand liegt. Na, Sie wissen schon, sonst hätte, wissen Sie, wo nicht. Da sind Sie hier ganz und gar verkehrt, am besten ist Sie gehen. Verlebungsdienst für den Bezirksbereich Parkstraße 10, zur Abwertungsabteilung für den Formularausschuss. Doch beeilen Sie sich ein bisschen, denn um 2 Uhr ist dort Schluss. Dort bestellen Sie dann dem Pförtner einen schönen Gruß von mir. Dann bekommen Sie im zweiten Stock rechts Zimmer 104 Ihren Nachtrag auf Erteilung eines Antragsformulars zur Bestätigung der Richtigkeit durch das Exemplar. In der Parkstraße 10 sagte mir der Pförtner, ach wie dumm, wie auf 104 Stellen seit 2 Wochen auf Computer um. Und die Nebendienststelle, die sonst Härtefälle betreut, hat seit 11 Uhr zu, die feiern dort ein Jubiläum heut. Frau Schilbrowski ist auf Urlaub, tja, da bleibt innen wohl nur, es in Neubau zu probieren, vielleicht hat da die Registratur noch nen Antrag auf Erteilung eines Antragsformulars zur Bestätigung der Nichtigkeit des Durchschnittsexemplars, dessen Gültigkeit vermehrt von der Bezugsbehörde stammt, zum Buch der Vorlage beim zuständigen Erteilungsamt. Klopfte dran ein und spürte rote Punkte im Gesicht. Eine Frau kochte grad Kaffee, sie beachtete mich nicht. Dann trank sie genüsslich schlürfend, ich stand dumm lächelnd im Raum. Schließlich putzte sie ausgiebig einen fetten Gummibaum. Ich räusperte mich noch einmal, doch dann schrie ich plötzlich schrill, warf mich trommelnd auf den Boden und ich röchelte, ich will meinen Antrag auf Erteilung eines Antragformulars zur Bestätigung der Nichtigkeit des Durchschriftexemplars, dessen Gültigkeit, ach wissen Sie, Sie Rostgegabel, Sie
nageln Sie sich Ihr scheiß Formular gefälligst selbst aufs Knie. Schluchzend robbt ich aus der Türe, blitzend liegen freundlich hoch, mich der Aktenbote auf seinen nackten Karren schob. Behutsam durch die Flure spendete mir Trost und Mut. Wir zwei rollen jetzt zum Betriebsarzt, dann wird alles wieder gut. Ich geb nur noch schnell einen Karton, Vordruck bei der Hauspost auf. Würden Sie mal bitte aufstehen, Sie sitzen nämlich gerade drauf. Das ist ein alter Postenformular, der geht ans Oberverwaltungsamt zurück. Die sollen dort eingestampft werden, das sind diese völlig blödsinnigen, überflüssigen Anträge auf Webteil eines anderen Formulars. Zur Bestätigung der Nichtigkeit des Durchschriftsexemplars, dessen Gültigkeit vermerkt von der Bezugsbehörde stammt, zum Beruf der Vorlage beim zuständigen Erteilungsamt. Würden Sie bitte nochmal aufstehen, auch diese zweite Kiste kommt direkt in den Papierkorb, das ist auch ein Haufen Müll. Das sind diese Anträge auf Hartz IV, die waren allseits unbeliebt. Doch die braucht heute keine Sau mehr, weil es Grundeinkommen gibt. Es kriegt jeder ein Rechtfertigungsbegründungsformular. Einfach, weil er Mensch ist, ist das nicht wunderbar. Einfach, weil er Mensch ist, das ist doch wunderbar. Klasse, Applaus! Super! Sehr geil. Kleine Ergänzung zum Schluss war dann von mir. Ja, das habe ich mir gedacht, aber passt super. Muss am Schluss noch singen in Terrania.